1, 2, 1, 2, check. Gestern kam es wieder zu Zwischenfällen in Norddeutschland. Experten sollten versuchen. Vorausgesetzt, die Windverhältnisse sind heute besser als gestern, kann man dann jetzt endlich reingehen. Over. Einsatzzentrale für die Leitung. Ich brauche Ihre Unterstützung. Ich brauche Unterstützung an. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Timis Blog live aus dem Proberaum. Ich sehe so aus wie in Topform und heute endlich mal geschminkt. Heute zeige ich euch mal, wie das ist, wenn man mit Mucke macht. Nee, das schneide ich raus. Das ist der neue Bass von Mirko. Ja. Hat einen verlängerten Hals jetzt. Ja. Das sieht natürlich auf meinem Körper etwas anders aus. So sieht es auf meinem Körper aus. Ne? Mhm. Ich habe schwere Knochen. Immer schon gehabt. Und eine Menge Muskeln. Ja, sehr viele. Und wenn man das auf dem anderen Körper sieht, dann sieht das Ding so. Und was kriegen wir jetzt heute darauf zu hören? Auf der Ukulele, jetzt wo sie schon mal da ist? Was kriegen wir denn da zu hören? Mirko, komm mal rüber, ich kann ja nix. Ich fühle mich manchmal wie ein Schlagzeug, ich kann ja nix. Dankeschön. Aber das kannst du gut. Singe jetzt nur für dich. Es hat ein sehr langes Vorspiel. Ja. Ausgedehntes Vorspiel sozusagen. Mirko hat weibliche Gene, deswegen steht er auch Vorspiel. Was für ein Name wirst du einst sein? Wo wirst du hingehen? Du kämpfst nicht. Ja, damit haben Sie aber jetzt nichts mehr zu tun, Ron. Ja, wie läuft das jetzt? Ich weiß das noch nicht so ganz genau, aber ich schaue mich um. Vielleicht mache ich irgendwas in der Inneneinrichtung oder so. In der Zeit! Und wer immer du auch bist, wir werden schön sein, Tag für Tag. Ich habe übrigens den Text nicht mehr, aber Text, ABC. Das merkt sowieso keiner. Ja, sehr schön. Sehr hübsch. So, jetzt machen wir hier mal was ganz, ganz crazy ist das. Mhm. Ach, warte mal, habe ich vergessen. Oh, ja. Okay. Nochmal, das schneiden wir heraus. Ne? Ja, ja, genau. Dieses Gefühl ist Hinterhalt, verblendet dir die Gier den Weg zum Glück. Wenn ich dich seh, dann weiß ich noch, ist nichts für mich verloren. Wenn ich euch seh, lasst uns herein für das Gute stehen. So sieht das bei La Fonterra im Proberaum aus und ja, guck mal hier. Ich habe schon gehört, diese Dinger hier sollen so für einige Leute aussehen, als ob sie sich bewegen cheaten. Und dann seht ihr mal, alles nur lykotropisch und alles nicht weiter aus. Darf ich die Illusion eigentlich zerstören? Nein. Okay. Ja jetzt ganz offiziell verkünden. Ich bin der neue Gitarrist bei La Fonterra Victoriana. Yeah! Ich freue mich tierisch, dass die Jungs mich gefragt haben. Und wir werden jetzt erstmal Weizbühl rocken und dafür muss auch ordentlich geprobt werden. Yeah.
ernsthafte Musiker im Oberraum. Es macht immer Spaß. Und dann habt ihr ja gesehen, es gibt noch etwas anderes Geheimnisvolles, was auf euch zukommt. Haltet die Augen offen, ich werde euch weiter unterrichten. Bis dann. Heute zeige ich euch mal, wie das ist, wenn man einen richtigen Musiker Mucke macht. Nee, das schneide ich raus. Das richtige Musiker schneidest du raus, ne? Ja. Okay. Die Gelächter schneidest aber noch rein. Na gut, okay, danke schön. Schön, dass ich dabei bin. Fucking hell. Ich kann ja jetzt ganz offiziell verkünden, ich bin der neue Gitarrist bei La Frontera Victoriana. Ja, liebe Freunde, ich freue mich tierisch dabei zu sein. Wir sind jetzt zu... Aber heutzutage muss man einfach andere Standards auch annehmen. Ja, Idealstandard machst du ja meistens. Heutzutage muss man auch nehmen, wie man kriegt. Ja, vor allen Dingen auch mal jemanden, der seine Jacke richtig zuknüpfen kann.